Ich habe hier von EZ-Witz die Kamera CP1 in der 2K-Edition. Die Kamera kostet zwischen 40 und 50 Euro und hat ein paar interessante Funktionen. Diese Funktionen kommen aber auch mit einer Menge Nachteile einher. Auf die möchte ich jetzt nach dem Intro eingehen. Kommen wir erstmal zu den Funktionen und den Highlights der Kamera. Wenn ich die jetzt so erzähle, immer im Hinterkopf behalten, die Kamera kostet nur zwischen 40 und 50 Euro. Die Kamera kommt mit Infrarot-LEDs daher, das heißt, sie kann auch bei Dunkelheit diese LEDs einschalten und immer noch ein brauchbares Bild liefern. Die ganze Kamera ist schwenkbar, ich kann also im 360-Grad-Modus Bilder machen bzw. Bewegung erkennen. Und diese Bewegung kann dann auch verfolgt werden. Die Kamera kann erkennen, wo die Bewegung stattfindet und in diese Richtung sich bewegen. Es gibt natürlich auch die klassische Bewegungserkennung, also ich bekomme eine Alarmierung auf mein Handy, sobald Bewegung erkannt wird, und man kann die Kamera auch so einstellen, dass sie dann selbst Töne von sich gibt, so einen kleinen Alarmsignal. Die Bild- und Mikrofonqualität hat mir für den Preis gut gefallen. Das ist jetzt beides nicht herausragend, aber in dem Preisbereich doch ordentlich. Den Ton, den ihr jetzt hören könnt, habe ich direkt mit der Kamera aufgenommen. Wenig überraschend ist das nicht der für YouTube wünschenswerte Ton, aber zum Abhören auf dem Handy reicht das Ganze vollkommen aus. Zudem macht die Kamera auch gute Bilder bei Dunkelheit, also auch in einem Moment, bevor sie die Infrarotscheinwerfer einschaltet, oder die Infrarot-LEDs, Scheinwerfer sind das nicht wirklich, aber auch dann, so im Dämmermodus, kann ich noch ganz gute Bilder damit machen. Laut dem Hersteller werden die Bilder auch in der Cloud verschlüsselt und das finde ich auch eine ordentliche Funktion. Jetzt noch zwei technische Details. Wichtig vielleicht für den ein oder anderen Nerd unter euch, es gibt einen RTSP-Stream und die Videos werden im Codec H265 abgelegt. Zu dem RTSP-Stream kommen wir gleich noch. Das waren jetzt die Highlights oder die Features, die mir für den Preis, wie gesagt, gut gefallen haben. Kommen wir aber mal zu den Nachteilen. Bleiben wir auch beim RTSP-Stream. Und zwar kann ich in diesem Stream eben andere Anwendungen bespaßen mit dem Livestream der Kamera. Zum Beispiel mit meinem QLab. Das hat eine App, die nennt sich Surveillance Station. Damit können dann eben Videos auf dem NAS aufgenommen werden, da habe ich ja viel Speicher, da wäre das also kein Problem. Blöderweise ist das Ganze nicht kompatibel mit QNAP. QNAP sagt, es läge an EZ-Witz, weil die keine Kameras bereitstellen. EZ-Witz sagt, was ist QNAP überhaupt, noch nie gehört. Ich weiß nicht, wer von den beiden jetzt recht hat oder woran es da genau hakt. Wundert mich aber das Ganze, denn RTSP ist eigentlich ein Standard und warum das dann nicht funktionieren sollte, ist mir nicht so ganz klar. Den Stream kann ich zumindest im VLC Media Player bei mir problemlos abspielen. Das nächste, was mich so ein bisschen gestört hat, ist die Datenschutzerklärung. Immerhin, es wird ja verschlüsselt in der Cloud, aber welche Cloud das genau ist, weiß man nicht. Ich habe ein bisschen den Traffic analysiert mit einer Android-App und dort habe ich gesehen, dass dort eben viele Verbindungen zu der Amazon-Cloud aufgebaut werden. Das kann aber auch alles Mögliche sein, vielleicht läuft einfach auch der Dienst der App in der Amazon-Cloud. Ob es da wirklich dann gespeichert wird, weiß ich nicht. Was anderes Interessantes passiert aber, wenn man den Livestream benutzt. Benutzt man den im Heimnetz und es gibt eine direkte Verbindung zwischen Smartphone und Kamera, dann werden die Daten zwischen Kamera und Handy ausgetauscht. Es gibt also keinen Proxy oder keinen Server, der da mittendrin stehen muss. Das ist sehr datensparsam, weil eben keine Daten aus dem Heimnetzwerk raus zu irgendwelchen Serveranbietern gelangen. Anders sieht es natürlich aus, wenn ich im Internet bin. Also das heißt, ich bin mit meinem Smartphone nicht in meinem Heimnetz und möchte aber trotzdem mit der Kamera kommunizieren. Dann läuft die Datenverbindung über einen Server aus Hongkong. Sowas muss eigentlich in der Datenschutzerklärung meiner Meinung nach stehen. Vielleicht werden auch gar keine Daten gespeichert und das ist halt nur so ein Weiterleitungsprotokoll, wovon ich jetzt mal ausgehen würde, weil sie selber sagen, die Daten werden verschlüsselt und naja, sie können dann nicht wirklich was mit den verschlüsselten Daten anfangen. Hoffen wir mal, dass die Daten da wirklich nicht zwischengespeichert werden. Hier hätte ich mir einfach mehr Informationen in der Datenschutzerklärung gewünscht. Man kann dort dann zum Beispiel auch so ein Cloud-Abo abschließen, aber auch da finde ich zu wenig darüber in der Datenschutzerklärung. Wenn wir jetzt schon bei dieser Cloud sind, dann würde ich doch auch mal sagen, dass mir die eigentlich zu teuer ist. Der Basispreis kostet 5 Euro mit sehr eingeschränktem Funktionsumfang. Wenn ich jetzt mal 5 Euro mich auf dem Markt umgucke, was ich da für Clouds bekomme, da bekomme ich bei Strato für 5 Euro zum Beispiel 500 GB.
würde ich jetzt die Kamera einen kompletten Monat lang aufzeichnen lassen, also nonstop 24/7, ganzen Tag, dann komme ich auf gerade mal 310 GB. So stark ist das Material runterkomprimiert. Das heißt, ich könnte selbst mit durchgängig laufender Kamera nur sehr wenig Speicher belegen im Verhältnis zu dem, was ich dann zahle. Also 5 Euro, wir erinnern uns, 500 GB. Ich könnte also einen Monat eigentlich mit dem Preis durchgängig aufzeichnen. Es gibt auch keine Möglichkeit, eine andere Cloud zu integrieren. Man ist auf diese eine Cloud des Herstellers eben gezwungen. Kommen wir zum Fazit, oder für was kann ich jetzt diese Kamera eigentlich benutzen? Denn das ist, finde ich, eigentlich die spannendste Frage. Man kann die so ein bisschen als Überwachungskamera sehen, dann müsste ich aber wiederum damit leben, dass meine Daten eben in der Cloud gespeichert werden. Auf der Kamera selbst kann ich eine MicroSD-Karte einschieben und dort die Bilder speichern. Wenn ich da aber eine Überwachungsfunktion nutzen will und zum Beispiel jemand bei mir einbricht, muss ich ja damit rechnen, dass er die Kamera mitnimmt oder zerstört. Die ist nicht besonders stabil, also da müsste ich jetzt mit rechnen, dass er die MicroSD-Karte zerstört oder mitnimmt. Da muss also eine Cloud-Speicherung vonstatten gehen. Die Kamera selbst hat auch noch eine Gegensprechanlage, also ich kann die wie eine Sprechanlage nutzen, ich kann vom Handy reinsprechen und kann abhören, was im Raum passiert. Eigentlich perfekte Voraussetzungen für ein Babyphone. Dazu fehlt nur eine Funktion, nämlich dass die Kamera erkennt, wenn es laut wird in dem Raum und ab einer bestimmten Lautstärke mich alarmiert. Das kann die Kamera leider nicht. Also die Babyphone-Funktion kann ich nicht benutzen. Also wer ein Haustier hat, für den ist die Kamera bestimmt ein witziges Spielzeug. Man kann diese Bewegungserkennung nutzen, damit dem Tier immer gefolgt wird. Man kann sich alarmieren lassen, wenn das Tier irgendwo reinläuft und sich bewegt und kann dann kommunizieren mit dem Tier. Ganz nette Funktion, für den Preis auch okay. So erwachsenere Anwendungen wie Überwachung oder Babyphone würde ich dafür eher nicht benutzen. Was mir persönlich auch noch gefehlt hat, wäre eine Funktion, dass eben irgendeine Interaktion mit dem lokalen Netzwerk stattfinden kann. Dazu wäre es notwendig gewesen, dass SMB-Laufwerke unterstützt werden oder die Kamera zum Beispiel selbst ein SMB-Laufwerk freigibt. Theoretisch kann ich auch den RTSP-Stream natürlich für solche Anwendungen nutzen, bei mir in der Praxis hat das aber nicht funktioniert. Ein witziges Gimmick ist auch, dass ich zum Beispiel mit Open Broadcaster Studio diesen RTSP-Stream integrieren kann und dann als virtuelle Webcam ausgeben kann. Also wenn man es drauf anlegt, kann man das Ding auch als Webcam benutzen. Mein Fazit wäre jetzt also, wer einen konkreten Anwendungszweck hat und die Kamera gebrauchen kann und der Funktionsumfang ausreichend ist, der kann hier getrost zugreifen. Die Dateien können lokal auf der MicroSD gespeichert werden, ein Cloud-Abo ist damit nicht notwendig. Mir bleibt jetzt noch, dir fürs Zuschauen zu danken und wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich selbstverständlich über ein Abo dieses Kanals.